Fraktion das Wort gewünscht wird. Frau Blömmecke, Sie haben es für maximal 5 Minuten. Und zwar nur Frau Blömmecke. Ich bitte Sie noch mal etwas Geduld. Wir sind in der Zielgeraden. Die Sitzung ist gleich vorbei. Frau Blömmecke, Sie haben das Wort. Ja. Dankeschön für die freudige Begrüßung. Manche Dinge sind so seltsam, dass Sie eben doch noch mal ein paar Worte hier. Ich weiß, punktweise stimmen wir ab und einige Punkte werden angenommen. Ich weiß nicht welche, aber der Antrag wird im Ganzen nicht überwiesen. Und ich möchte dazu gerne ein paar Takte sagen, weil gerade die SPD sich sehr... Wenn Sie jetzt ein bisschen aufmerksamer sind, sind Sie auch schneller fertig. Ich bitte das Plenum noch mal um Ruhe. Frau Blömmecke, fahren Sie bitte fort. Danke. Nehmen Sie das doch einfach sportlich hier, weil hier geht es auch um einen Sportantrag. So können wir natürlich auch... Ich meine, wäre schön, wenn die Redezeit hinten angehängt wird, aber... Also hier herrscht kein Sportsgeist in diesem Parlament. Das ist was, was ich feststelle. Es herrscht zumindest kein fairer Umgang miteinander. Ich bitte darum, dass sich die Bürgerschaft an dieser Stelle jetzt wieder beruhigt und Frau Blömmecke ihren 5-Minuten-Beitrag hält. Bitte, Frau Blömmecke, fahren Sie jetzt bitte fort. Also, ich möchte gerne sagen, wir haben gerade hier in Hamburg durch die SPD-Fraktion, mein Gott, nun hören Sie doch mal auf, hier rumzupöbeln. Herr Ohrens, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Ist doch furchtbar. Hören Sie jetzt bitte auf. Wir reden hier, Frau Blömmecke, bitte reden. Wir reden über die Sportstadt Hamburg. Wir wollen die Dekadenstrategie in Hamburg voranbringen. Und wir wollen internationale Sportwettkämpfe hier in Hamburg haben. Rede einfach. Ja. Also es geht so nicht. Es geht so nicht. Bitte, bitte. Nein, Frau Blömmecke hat nach uns... Die Abgeordnete hat das Recht auf einen 5-Minuten-Beitrag, das steht in unserer Geschäftsordnung. Bitte haben Sie jetzt noch die Geduld und hören ihr zu und stören hier nicht die Abgeordnetenrechte. Bitte fahren Sie jetzt fort, Frau Blömmecke, und ich bitte alle Abgeordneten, ruhig zu sein. Gut, wie schön, dass ich jetzt weiterreden darf. Also... Es geht um den Antrag Doping und das ist eigentlich auch ganz einfach, was ich sagen will. Ich finde, wir haben internationale Sportkämpfe, wir reden in der ganzen Stadt über Olympia. Dazu gehört auch die Thematik Doping und ich würde mir wünschen, dass dieser Antrag in den Sportausschuss überwiesen wird, damit wir dort uns über dieses Thema unterhalten können und zwar in Gänze mit allen Punkten. Und Herr Dressel hat ja auch gerade signalisiert, dass die SPD-Fraktion einige Punkte annimmt, aber es geht zentral um alle Punkte, die da draufstehen. Alle Punkte, die im Zusammenhang mit Doping zu sehen sind, sollten hier beraten werden im Sportausschuss. Und ich möchte auch noch mal gerade auf den ersten Punkt zu sprechen kommen, wo es darum geht, dass 80.000 Euro von uns gefordert werden, die eben solide gegenfinanziert sind. Wir können keinen Debattenbeitrag machen dazu, weil wir dachten, dieser Antrag wird in Gänze überwiesen. Das wird dann nicht getan. Frau Blömmecke, jetzt habe ich aber die Bitte, dass Sie inhaltlich fortfahren und auch nicht in den Dialog mit den Abgeordneten eintreten. Das bitte fahren Sie jetzt fort, das weiß ich. Aber halten Sie sich jetzt bitte auch an die Inhalte des Antrages. Also, dieser Antrag ist aus diesem Grunde wichtig, das habe ich eben gesagt, weil wir die Sportstadt haben, Olympia, und wir müssen da auch über Doping reden. Und wir haben einen Antrag vorgelegt mit einer soliden Gegenfinanzierung aus einem Topf, der, das muss man sich auch noch mal klar machen, über 1 Million Reste hat, wo die Behörde beantragt, dass die sozusagen übertragen werden. Das heißt, in diesem Topf sind auch genug Mittel, um sich an dem Projekt der Doping-NADA sozusagen deutschlandweit zu beteiligen, so wie es Baden-Württemberg auch tut, wo die Grünen und die SPD zusammen regieren und ebenfalls Geld investieren in diesen Topf. Ich sehe, die Freude kennt keine Grenzen und ich bin vielleicht dann auch gespannt, was die SPD-Fraktion daran
genau annimmt. Ich möchte noch mal auf den Sportausschuss zu sprechen kommen, weil ja immer wieder gesagt wird, dass hier einige Punkte angenommen werden und andere nicht und der Antrag aber nicht überwiesen wird. Der Sportausschuss hat wahrlich nicht gerade sehr viel zu tun. Gestern hatten wir eine Sitzung von 20 Minuten. Bei der übernächsten Sitzung wird überlegt, ob sie ganz ausfällt. Ich finde, es täte dem Sportausschuss gut, sich mal auch mit Themen dieser Art zu beschäftigen. Und deswegen finde ich schade, dass er nicht überwiesen wird.